Königspinguine sind wegen dem Klimawandel in Gefahr. Insbesondere nach dem Anstieg der Temperatur haben sie Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, wie etwa Kühler innerhalb und außerhalb von Gebäuden aufzustellen. Mittels erneuerbarer Energiequellen erzeugen Pinguine eine für sie sichere Umgebung, indem sie die Temperatur senken. Sie nutzen zudem Kräuter und Medizin, wenn sie krank werden. Anders als Menschen bekämpfen sich Pinguine niemals gegenseitig und leben in einer solidarischen Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig unterstützen. Sie muntern sich mit verschiedenen Formen der Unterhaltung auf, bilden sich in Schulen und Bibliotheken und vergessen niemals ihre Spiritualität. Alle Pinguinsiedlungen folgen den Befehlen des Königs. Die Siedlung mit der besten Reputationswertung wird zum König des Vereinigten Pinguin-Königreichs erklärt. Pinguine bauen Verteidigungstürme gegen Killerwale und diebische Robben. Killerwale attackieren Gebäude am Wasser und zerstören sie. Robben begeben sich zu den Nahrungsvorräten und stehlen Nahrung. Bist du bereit, dein Pinguin-Königreich zu gründen? Ja! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Demo von United Penguin Kingdom. Huddel ab! Ja, wie wir gerade schon gelesen haben, in dem kleinen Bildchen hier, können wir das erste Jahr spielen, was auch immer das heißt. Ich weiß ja nicht, wie lange man da spielen kann, aber ich würde es gerne mit euch zusammen machen, weil ich habe das Video dazu gesehen und ich war einfach so total begeistert. Es ist nicht dieses klassische Städtebausystem, sondern es verspricht einfach, lustig zu werden. Deswegen starten wir mal ein neues Spiel. So, Tutorial spielen, ein neues Spiel starten. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Tutorial natürlich an. Erstes Tutorial, Kamerasteuerung und so weiter und so fort. Paarung, Fortpflanzung. Ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wir haben drei Tutorial, wie wir sehen. So, ein paar Pinguine wurden geboren. Hilfe! Willkommen im Tutorial. Kann ich was sagen? Danke. Beginnen wir mit der Kamerasteuerung. Ja, die dürfte ja nicht schwer sein. Q und E ist drehen. Nummer plus minus. Okay, das ist zum Reinzoomen, aber kann man auch ganz normal mit der Maus machen. Öffnen wir das... Ich kann mich selber nicht mehr hören hier. Öffnen wir das Berufsmenü und schauen uns die untätigen Pinguine an. Jetzt will ich auch mal eine Sache. Okay, links, rechts kann man mit gedrückter rechter Maustaste machen. Und okay, dieses Drehen kann man nicht machen damit, so wie es aussieht. Oder können wir das? Ah ja, doch, indem wir die mittlere Maustaste gedrückt halten. Ah, da kommt schon einer. Hilfe, mach den kaputt hier. Wie kann ich den kaputt machen? Öffne das Berufsmenü. Moment, Gebäude, Straße. Achso, hier oben, da wo es blinkt. Okay, untätig. Gut, alle wahrscheinlich markiert. Berufsmenü. Du kannst von einem untätigen Pinguin zum nächsten springen. Was ist hier mit dieser Robbe? Indem du im Berufsmenü auf den Abschnitt mit den untätigen Pinguinen klickst. Außerdem kannst du deinen Pinguin unterschiedliche Jobs in diesem Menü zuweisen. Das ist logisch. Ja, ist ja gut. In der Konstrukteurshütte warten Konstrukteure, bis ein Bauvorhaben geplant wird. Bauen wir eine Konstrukteurshütte und weisen einigen Pinguinen diesen Job zu. So, bauen. Ich weiß gar nicht, womit ich baue hier oben. Vier Müll und zwei Holz brauchen wir dafür. Okay. Die Frage ist nur, müssen die mit... Ja, da wurde Pfeil... Achso, wir müssen das so drehen wahrscheinlich. Wir können das aber nicht drehen. Platziere das Gebäude. Doch, Moment. Rotiere mit R und F. Das ist ja mal eine komische Taste dafür. Okay. So, setzen wir es genau dahin, wo es reingehört. Wie weit können wir denn hier reinzoomen? Oh, das war die Pinguine ganz groß haben. Hallo. Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Kann ich doch draufklicken, einen Arbeiter zuweisen? Zack, der Erik. Der Erik wird der erste Arbeiter. Ist doch schön. Arbeiter zuweisen. Achso, vier Stück sollen wir zuweisen. Können wir das nicht hiermit direkt machen?
Okay, also da oben nimmt er anscheinend automatisch die, die sowieso nichts zu tun haben. Jetzt können wir einige Konstruktionen planen. Wenn du eine Konstruktion planst, sammeln Konstrukteure zuerst die benötigten Materialien aus den Lagerhäusern und beginnen damit den Bau. Diese Geräusche. Also ich weiß nicht, wie laut ihr das gerade hört, aber bei mir auf den Kopfhörern ist das irgendwie 5-mal so laut wie meine eigene Stimme. Das Lagerhaus bewahrt Material bis zu einer Kapazität von 1500 auf. Pro Stück oder insgesamt? Das wäre mal wichtig zu wissen. Baue ein Lagerhaus. Okay, baue ein Lagerhaus. Das dürfen wir auch wieder... Ich mache mal ein bisschen weiter weg hier. Auch... Ach, wenn man da drauf geht, macht er das automatisch in der richtigen Richtung. Das will ich mal eben ausprobieren. Moment, jetzt haben wir das so... Ja, dann dreht sich das automatisch um. Hätte ich das vorher gewusst. Okay. Schneeblöcke brauchen wir auch dafür. Da ist doch schon wieder so einer. Kann man hier irgendwo die Zeit... Doch, kann man ein bisschen beschleunigen? Da hinten laufen sie nämlich schon. Sind hier am Arbeiten. Sehr schön. So, dieses Gebäude zum primären Lagerhaus machen. Ja klar, steht hier auch in der Mitte. Das primäre Lagerhaus empfängt Belohnungen aus Aufgaben, Material zum Zerlegen, Ware aus abgeschlossenen Handelsgeschäften, aus dem Handelszentrum, Bonusbelohnungen aus der Erkundungszentrale und Hilfen, die vom König geschickt wurden. Der König der Pinguine. Ich wusste, ihn gibt es. Au. Wenn ein Gebäude zerlegt wird, werden alle für die Konstruktion verwendeten Materialien und das ausgegebene Gold zurückerstattet. Oh, das ist geil. Das ist was für mich. Guck mal hier. Was machen die denn? Die machen gerade Mittagspause oder was? Oder sind die jetzt hier in der hochwertigen Akademie? Ich weiß nicht genau. Zerlege die vorherige Lagerhalle. Wollt ihr mich verarschen? Die habe ich doch gerade erst gebaut. Hallo? Aber wie zerlege ich die denn? Nee, Moment, die vorherige? Ach so, die ist hier hinten. Aber da sind noch ganz viele Sachen drin. Werden die dann auch? Oh Gott. Beim Zerlegen werden alle gelagerten Produkte automatisch zum primären... Ah, okay, das wollte ich wissen. Wohnraum, Jungpinguine. Wie du bestimmt erraten hast, muss sich unser liebenswürdiger Pinguin ausruhen. Ihr habt schon gesehen, ihr habt einen Kaffee getrunken. Wenn die Ruheleiste leer ist, gehen Pinguine nach Hause, um sich auszuruhen. Bauen wir einige Häuser für unsere niedlichen jungen Pinguine. Für unsere Babys. Okay. Kinderhaus. Das Ding heißt sogar Kinderhaus. Ist das geil. Wieso ist das? Ich meine, er macht es jetzt automatisch dahin, wo wir es hin... Ach so, wegen der Energie. Ah, okay. Wir sollten aber doch mehrere bauen. Unten steht aber nur 0 von 1. Naja, gut. Lassen wir das mit dem 0 von 1. So. Hallo, ich möchte wieder umschalten hier. Wenn du auf einen jungen Pinguin klickst, siehst du die verbliebene Zeit, bis er ein ausgewachsener Pinguin ist. Es dauert ein Jahr, bis aus einem jungen Pinguin ein ausgewachsener Pinguin wird. Bis dahin bleiben jungen Pinguine in den Häusern. Wieso dürfen die nicht rausgehen? Ausgewachsene und Jungpinguine leben in verschiedenen Häusern. Was? Bauen wir jetzt einige Häuser für ausgewachsene Pinguine. Ja, ich möchte aber immer noch auf normal schalten. So. So, dann haben wir die normalen Hütten. Die müssen wir wieder an vorgegebene Orte bauen. Finde ich doof, ehrlich gesagt, aber... Ja, gut. Achso, 2 und 1. Kann ich das denn noch umschalten? Wie nicht genug Lebensraum? Hallo, ich bin doch hier gerade am Bauen. Die fleißigen Kerlchen hier sind doch alle am Bauen. Wenn das gleich dup, dup, dup macht, bevor der dann fertig ist, muss ich schnell umschalten auf normales Tempo. Ja, genau, das meine ich. Wohnraum ausgewachsene Pinguine. Alle Pinguine haben jetzt einen Ort zum Ausruhen. Wie viele passen denn in ein Haus rein? Wenn du auf ein Haus klickst, siehst du eine Parameter... Siehst du seine Parameter? Ich kann heute nicht mehr reden. Wie Kapazität, Paarungsrate, Erholungsgeschwindigkeit und monatliche Zufriedenheitspunkte. Alle Pinguine werden automatisch in den Häusern platziert, basierend auf der kürzesten Entfernung zu ihrem Arbeitsplatz. Kann man nicht irgendwie irgendein sichtbares Zeichen machen, bevor man sich erschreckt? Jedes Haus hat eine Fortpflanzungswahrscheinlichkeit, basierend auf der Paarungsrate. Paarung ist jetzt nicht erlaubt. Was? Bitte? Klick mir auf die Eiertaste, um die Paarung
zu erlauben. Ach so, ist nicht standardmäßig erlaubt, oder wie? Klick mir auf die Eiertaste. Blinkt hier wieder irgendwas? Ja, es blinkt hier wieder irgendwas. Ich wusste es doch. Paarung ist jetzt erlaubt. Du kannst die, ach so, damit die sich nicht sinnlos in der Weltgeschichte herumpinguinen, oder? Du kannst die Eiertaste nutzen, um die Fortpflanzung und das Tempo des Bevölkerungswachstums zu steuern. Eine diebische Robbe hat Nahrung gestohlen. Ihr Schweine, ihr Robben. Neue Paarung nicht, was, wie? Wenn Paarung nicht erlaubt ist, gibt es keine Neugeborenen. Ja, das klingt logisch. Konzentrieren wir uns auf die Forschung. Die Forschungseinrichtung gewährt Wissenschaftspunkte, die zum Freischalten von neuen Gebäuden, Technologien und Verbesserungen verwendet werden können. Dann lasst uns doch mal eine bauen, oder? Da hinten. So, Arbeiter. Achso, Arbeiter können wir natürlich erst zuweisen, wenn die gebaut ist. Und ich habe Build a Science Hub als Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Ein Arbeiter ist drin. Erzeuge 8 Wissenschaftspunkte. Achso, das machen die automatisch. Man sieht es hier unten. Es geht aber recht schnell. Also jetzt zumindest geht es recht schnell. So, 8. Wir haben eine Forschungseinrichtung mit ausreichend Wissenschaftspunkte, um neue Gebäude, Technologien und Verbesserungen im Wissenschaftsmenü freizuschalten. Sehr schön. Schon wieder eine Robbe. Warum kümmert sich keiner um die Robben? Tötet die mal oder so? Oder gibt es hier nicht irgendwo einen Killerwall, der die umbringen kann? Eine weitere Möglichkeit, um deine Pinguin-Population zu erhöhen, ist der Bau einer Neuankömmlingsrampe. Bitte? Die Neuankömmlingsrampe ist ein Ort, über den sich dir neue Pinguine anschließen können. Ach so, welche, die so umherschwimmen oder wie? Nutzen wir einige Wissenschaftspunkte, um die Neuankömmlingsrampe im Wissenschaftsmenü freizuschalten und danach eine zu bauen. Ja, gerne. Ach, hier unten ist das Wissenschaftsmenü. Wie gesagt, ich kann heute nicht mehr reden. Ich weiß auch nicht, warum. Eislaufbahn. Das ist aber nicht die Neuankömmlingsrampe. Die hieß anders. Okay, einmal wieder raus. Moment. Ach so, ich muss die machen, damit ich die dann bauen kann. Aha. Ach, die sieht ja wirklich mal cool aus. Wie ist das denn? Alter, willst du mich verarschen? Aber warum steht da gerade ein Killerwall drauf? Ich liebe Killerwale. Also Orcas. Ja, nein. Newcomer Ramp, erstes Tutorial complete. Ah, sehr schön. Neuankömmlingsrampe. Neue Pinguine können sich deiner Siedlung mittels Neuankömmlingsrampe anschließen. Du kannst die Neuankömmlingsrampe starten und pausieren, um Neuankömmlinge in der Siedlung zuzulassen oder zu verbieten. Okay. Ja, wir haben erst 13 Minuten hinter uns. Schnappen wir uns das nächste Tutorial. Ich würde sagen, wenn das ungefähr gleich viel ist, machen wir die ersten 3 Tutorials, machen wir dann in einem Rutsch durch. Hallöchen, meine ausgeschlafenen Mitglieder. Oder auch nicht ausgeschlafen. Nicht genug Lebensraum. Ja. Ja, lass mich doch erstmal. Viele Gebäude benötigen Energie, um aktiviert zu werden. Energiegeneratoren versorgen Energie in ihrer Reichweite mit der benötigten Energie. Bauen wir einen Energiegenerator und aktivieren wir die Gebäude. Hallo? Die brauchen doch nichts hier, oder? Achso, die müssen gekühlt werden. Okay. Meine jetzt die beiden, die hier markiert sind? Nee, die haben nicht genug. Achso, nee, ach, ja, ich gucke schon wieder nicht richtig. Ich merke schon. Eine Windturbine brauche ich. Moment, dann gehen wir mal ein bisschen raus. Cleverer wäre es dann ja, die irgendwo hinzubauen. Ah. Nicht wirklich. Machen wir es mal dahin. Müssen wir die drehen? Ach, ich darf die wieder nicht dahin bauen. Ach ja, ich hasse Tutorials, was das betrifft. Ach Mann, da ist schon wieder so eine blöde... Hier, packt euch doch mal diese blöden, diebischen Robben hier. Bup, 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 da ist es. Wenn ein Gebäude im Interaktionsbereich des Generators Energie benötigt, wird es automatisch aktiviert. Wenn es einen Energiemangel gibt, wird es automatisch pausiert. Nahrungsproduktion. Natürlich können Pinguine auch hungrig werden. Konzentrieren wir uns auf die Nahrungsproduktion. Dank dem Fischkutter-Dock kannst du Krill... Was ist das denn? Fisch und Tintenfisch mit Netzen fangen. Krill? Und wieso ist der nicht aktiviert, obwohl der doch in einem Radius hier war? Ich musste den ja hinbauen.
Dürfen wir uns nicht drum kümmern. Wir müssen erstmal das Tutorial machen. Was hat das hier immer mit den Orcas zu tun? Gesundheit. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die da immer so schreien. So, Trawling Dog. Ach, wieder eine Errungenschaft. Sehr schön. Arbeiter zuweisen. Das können wir machen. Das weiß ich sogar noch, wie das geht. Eins der wenigen Dinge. Halt, stopp. Erzeugnis Grill. Ach so, der zeigt. Nee, der zeigt jetzt nur den Weg, bis der da ist, oder? Ja, dann ist der weg. Okay, verstehen wir das auch schon mal. Gut. Also, wir müssen warten, bis da 4 Erzeugnisse rausgeht. Es geht aber auch relativ schnell jetzt aktuell. Das ist gut. Wenn du die Funktion mit Wissenschaftspunkten freischaltest, kannst du Fische und Tintenfische am Fischkutter-Dock fangen. Es gibt 5 Arten von Nahrung, die du deinen Pinguinen geben kannst. Jede gewährt dem Pinguin unterschiedlich viel Zufriedenheit. Oh. Das Nahrungslager kann bis zu 1500 Nahrung aufbewahren. Ja, das wissen wir ja schon. Hungrige Pinguine essen die beste Nahrung aus dem Nahrungslager. Sauerei. Können die nicht einfach mit was anderem anfangen? Nicht gerade mit der besten hier? Nein. Kleines Nahrungslager. Werden wir gezwungen, direkt daneben zu bauen? So. Zum primären Lagerungsnahrer machen. Okay, können wir auch. Kein Thema. Baut es erstmal. So, zum primären Nahrungslager. Das primäre Nahrungslager empfängt Belohnungen aus Aufgaben, Waren aus abgeschlossenen Handelsgeschäften. Haben wir das nicht eben schon mal vorgelesen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn sich hungrige Pinguine im Interaktionsbereich eines Essensstands mit ausreichend Nahrung befinden, essen sie am Essensstand und erhalten zusätzliche Zufriedenheitspunkte. Ansonsten nutzen sie das Nahrungslager, um etwas zu essen. Es ist zu spät am Abend irgendwie. Also es tut mir wirklich leid. Der Essensstand verteilt Nahrung an Pinguine. Wenn die Hungerleiste leer ist, kann dieser Ort aufgesucht werden, wenn sich der Pinguin im Interaktionsbereich befindet. Bauen wir einen Essensstand. Ach so, die müssen wir... Ah. Okay, das ist sozusagen die Erweiterung davon, wenn man so möchte, ja? Dass die dann hier alle beschäftigt sind und damit man jetzt hier unten zum Beispiel noch einen machen oder so. Okay, so langsam verstehe ich das. Aha. Kommt her, meine süßen Pinguine. So, Foodstand, wieder eine Errungenschaft. Oh, bin ich gut heute. Arbeiter zuweisen, das können wir machen. Wie gesagt, eins der wenigen Sachen, die ich noch auswendig weiß. Der Arbeiter am Essensstand nimmt die beste Nahrung aus dem nächstgelegenen Nahrungslager. Jeder Besuch gewährt zusätzliche Punkte Zufriedenheit. Ja, ist ja gut. Lasst mich doch erstmal lesen, was ich hier machen muss. Pinguine nutzen hochentwickelte Küchengeräte, die in einem Gebiet zusätzliches Eis erzeugen. Ich kann ihn auch einen Kühlschrank schicken. Also ein Kühler, der zusätzliches Eis in einen Bereich produziert. Einfacher Kühler. Der wäre hier bei der Energie. Den soll ich jetzt wo genau hinbauen? Ach, hier oben. Ja. Hat aber einen kleinen Bereich. Einen echt kleinen Bereich hier. So, baue. Wo seid ihr denn, meine Süßen? Ich finde es auch komisch, dass wir keine Straße... Aber wir können, glaube ich, Straßen machen, oder? Basic Cooler. Neue Errungenschaft. Kühler erzeugen zusätzliches Eis in ihren Interaktionsbereich, der nicht besonders groß ist, und versorgen andere Gebäude mit Energie. Ausgenommen andere Kühler. Okay, das verstehe ich. Pinguine verlieren keine Gesundheit, wenn sie sich im Interaktionsbereich eines aktiven Kühlers befinden. Also eigentlich muss man die überall hinstellen, wenn man so will. Zusätzlich gewähren Kühler den Häusern um sie herum zusätzliche Zufriedenheit. Aha. Es wird Zeit, sich... Aber der Rhythmus kommt mir irgendwo bekannt vor. Es wird Zeit, sich auf Gesundheit zu konzentrieren. Wegen den erhöhten Außentemperaturen werden Pinguine krank, wenn sie sich außerhalb eines Gebäudes oder dem Interaktionsbereich eines aktiven Kühlers bewegen. Wenn die Gesundheitsleiste leer ist, werden sie krank und suchen nach Kräutern oder Medizin. Warum klauen diese Robben eigentlich ständig meine Nahrung? Ich meine, die kommen doch aus dem Wasser, da haben die doch genug Nahrung. Einfach Maul aufmachen und Fische fangen. Also... So faul kann doch keiner sein. Kräutersammler. Wir haben Kräutersammler unter uns.
die man ans Wasser anbringen soll. Hä? Okay, das werden Sie mir sicher gleich noch erklären. Du, 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 du. Herbs Collector. Noch eine Errungenschaft. Sehr schön. Einen Arbeiter zuweisen. Das machen wir nochmal direkt. Und die, die Kräuter können ja noch nicht erzeugt werden. Der ist noch gar nicht da. Da kommt er. Ich möchte nur wissen, wie schnell das hier durchgeht, mal eben. Ich denke mal, ja, das geht genauso schnell wie die anderen durch. Okay, das ist super. Ich höre hier doch irgendwas im Wasser. Was ist denn hier schon wieder? Der ist hier. Ein kranker Pinguin kann sich mit zwei Kräutern und einer Medizin heilen. Lass mich doch mal was gucken hier. In der Apotheke können bis zu 2000 Kräuter und Medizin gelagert werden. Wenn die Gesundheitsleiste leer ist, werden sie krank und suchen nach Kräutern oder Medizin. Jetzt ist der weg. Da, da, da ist er. Da ist er. Was macht der denn da? Na? Ja, so kannst du keine Fische fangen, wenn du die ganze Zeit oberhalb vom Wasser mit dem Netz bist. Die werden unten nicht reinspringen. Der eben war irgendwie cooler. Oh, jetzt ist er weg. Aber es ist schon von der Idee her echt mal was anderes, muss man sagen. Wir haben ja schon die Biber gehabt, ne? Die haben ja so weit gespielt, wie man dann alles gesehen hatte halt. Doch. Da hinten. Was haben wir jetzt? Achso, die Dings haben wir gebaut. Was ist denn hier die ganze Zeit am Springen? Oder ist der ist das jetzt wieder, oder? Die verschwinden dann immer. Ich weiß nicht, wo die dann sind. Ich glaube, die gehen hier wieder zurück. Leute, habt das jetzt bald gebaut hier? Ah, jetzt. Zur primären Apotheke machen. Ach so, bei neuen muss man das dann immer. Nicht nur, wenn andere da sind wahrscheinlich. Kranke Pinguine gehen zur nahegelegenen Apotheke und holen sich Kräuter oder Medizin. Konzentrieren wir uns auf Straßen. Oh, oh, oh. Eben noch von gesprochen und schon. Eins pro Einheit. Okay. Das ist mir nur ein bisschen zu nah hier gerade. Ich muss erstmal gucken. Wo ist denn? Das hier ist, glaube ich, unser Hauptgebäude, oder? Aber das ist der Eingang, wenn ich das richtig sehe. Ah, okay. Und dann so. Und nochmal drücken. Dann hat man den. Wieso hat man jetzt hier keinen Weg? Ich weiß nicht, warum die den Weg jetzt nicht gemacht haben, aber wenn du eine Straße zurücklegst, erhältst du 100% der Kosten. Endlich! Diebische Robben! Du hast ungeladene Gäste in deiner Siedlung. Hungrige Robben begeben sich zum Nahrungslager und stehlen dein Essen. Weshalb ich immer noch denke, dass man das nicht so weit außen machen sollte. Eissperrtürme attackieren jede diebische Robbe in Reichweite, solange Eissperre verfügbar sind. Bauen wir einen Eissperrturm. Cool, was ist das denn schon wieder? Sowas wie ein Turm von den Siedlern, nehme ich mal an. Boah, ist das Ding groß, okay. Okay. Dann seid mal fleißig, Jungs. Sieht schon cool aus. Einen Arbeiter zuweisen. Zack. Vier erzeugte Eissperre. Die brauchen Schneeblöcke, damit die Eissperre kriegen. Okay. Der hat jetzt da Schneeblöcke reingemacht. Oder einen Schneeblock. Alter! War hier gerade eine Robbe? Eine Robbe wurde getötet. Ein Schuss, ein Treffer oder was? Oh, dadurch habe ich ein Gold verdient. Das ist ja mal cool. Attackiere diebische Robben. Ja, habe ich schon gemacht. Kann ich aber nur damit machen, oder? Hallo? Müssen wir jetzt warten, bis noch eine kommt? Weil wir haben das ja schon gemacht. Oh, hier ist doch eigentlich die Apotheke. Weil wir da jetzt auch noch eine haben. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt kommen keine Robben. Jetzt, wo man sie braucht. Da. Da kommen Robben. Los. Yes. Das ist wirklich ein Schuss, ein Treffer hier, wa? Du solltest deinen Kalender prüfen, um zu sehen, ob irgendwann eine Gruppe von Robben deine Siedlung angreifen wird. Okay. Was hat das mit dem Kalender zu tun? Pinguine in Verteidigungstürmen lassen niemals ihren Arbeitsplatz für ihre Pers- verlassen
niemals ihren Arbeitsplatz für ihre persönlichen Bedürfnisse. Das finde ich ganz, ganz toll. Die pinkeln sich einfach ein und die machen dann wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, einen Topf rein oder so. Da wird dann dreimal täglich geleert oder sowas. Finde ich klasse. Sowas nennt sich, oha, sowas nennt sich Killerwahl, wollte ich gerade fast sagen. Sowas nennt sich Arbeitsmoral. Killerwahl. Ein Killerwahl nähert sich. Bauen wir einen Verteidigungsturm, um ihn anzugreifen. Eiskanonentürme attackieren jeden Killerwahl innerhalb der Reichweite, wenn Eisbälle verfügbar sind. Okay. Wohin? Da. Baut ihn, Jungs. Der Orca ist unterwegs. Ich kann ihn zwar gerade nicht sehen, aber ich weiß, er ist da. Also er kommt gleich. Ich finde das so unheimlich süß gemacht und die Grafik ist total klasse. Ja, sehr gut. Durch dieses ganze Tröten hier weiß ich gar nicht, was jetzt gerade los ist oder ob wir jetzt hier irgendwo gerade attackiert werden oder so. So, der Geschützturm ist einsatzbereit. Achso, wir müssen den aber noch zuweisen. So. Jungs, dann machen wir hier noch eine Straße rein, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Damit das vielleicht schneller geht. Ich weiß es ja nicht. Zack, zack. So, vielleicht geht das da auch schneller, wenn ich das hier miteinander verbinde. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht verlieren die auch weniger Leben. Ich habe jetzt bisher noch nicht gesehen, dass irgendjemand... Ach, da ist er! Oh mein Gott! Kämpft! Wir müssen noch einen hier hinstellen, glaube ich. Oh, der arme Orca. Aber so groß, jetzt mal ganz ehrlich. Obwohl, naja, gut, die Pinguine. Ich attackiere den Killer, weil das macht er doch schon die ganze Zeit. Der ist gleich tot. Also nicht der Killerwall, sondern hier unser Dings ist gleich tot. Also weg. Böser Orca. Ganz böser Orca. Aber wir haben den noch die ganze Zeit attackiert. Was soll das? Was hatten wir denn jetzt hier stehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der Orca hat dein Gebäude zerstört. Wie du siehst, brauchst du mehr. Ja, siehst du, wusste ich doch. Und bessere Verteidigungstürme gegen Killerwale. Wobei, also die Hälfte ist ja runtergegangen, ne? Du solltest deinen Kalender prüfen, um zu sehen, ob irgendwann ein Killerwal deine Siedlung angreifen wird. Was für ein Kalender? Ach, da oben. Ach, pünktlich im April, so als April-Scherz, greifen die mich dann an, oder wie? Ernsthaft? Öffnen wir das Verteidigungsmenü. Okay. Achso, das ist hier. Zweites Tutorial abgeschlossen. Ja, viel habe ich ja jetzt nicht gesehen, aber... Im Verteidigungsmenü siehst du eine Liste von Verteidigungstürmen und... Stimmt, unten sind die Türme. Und die Gesamtzahl an Killerwalen und Robben, die du getötet hast. Ich finde es aber ehrlich gesagt blöd, dass man auf diese süßen Orcas drauf schießen muss. Aber gut, es ist logisch, weil die fressen ja schon Pinguine, ne? Aber wir machen mit dem letzten Tutorial für heute noch weiter. Und es geht los. Da haben wir Babys gehabt. Willkommen im Tutorial. Lass mich doch mal die Babys angucken. Die gehen doch jetzt alle da hinten hin, oder nicht? Nee, da gehen sie jetzt hin. Schade. Dekorationen gewähren Häusern im Interaktionsbereich zusätzliche Zufriedenheitspunkte. Bauen wir eine Dekoration. Machen wir einen Springbrunnen. Nee, eine Vase. Da. Keine Ahnung, was das für ein Ding war. Stand zwar Vase dran, aber sah irgendwie komisch aus. Vase! Nächste Errungenschaft. Die Bewohner von Häusern, die in der Reichweite von Dekorationen stehen, sammeln zusätzliche Zufriedenheitspunkte am Ende jeden Monats. Wenn du auf eine Dekoration klickst, kannst du die Liste der Häuser sehen, die in der Reichweite unserer Dekorationen stehen. Achtung, Robbe! Haben wir hier keinen Turm? Wenn du auf ein Haus klickst und über die Dekorationsabschnitt fährst, kannst du die Liste der Dekorationen sehen, die in diesem Haus zusätzliche Zufriedenheit gewähren. Spaß! Jungpinguine. Bauen wir ein Karussell, damit die Jungpinguine etwas Spaß haben können. Mach die Robbe kaputt. Eine drehende Maschine mit Figuren von Leopardenrobben, auf denen Jungpinguine zu ihrem Vergnügen reiten können. Okay, ich schau mir das mal an. Setzen wir mal hier hin. Machen wir mal auf doppelt.
Na, wo seid ihr denn? Karussell habe ich auch freigeschaltet. Juhu! Wenn die Spaßleiste leer ist, kann dieser Ort aufgesucht werden, wenn sich der Pinguin im Interaktionsbereich befindet und noch ein Sitz frei ist. Jeder Besuch gewährt zusätzliche Punkte Zufriedenheit. Du kannst die Gesamtzahl an Besuchern für dieses Jahr und die gesamte Zeit sehen, wenn du auf das Gebäude klickst. Bauen wir eine Eislaufbahn. Ja! Damit die Pinguine etwas Spaß haben können. Ein abgegrenzter Bereich zum Schlittschuhlaufen. Juhu! Das machen wir doch mal. Und bitte nicht auf die Geräusche im Hintergrund achten. Ich muss mal eben die Rollladen hier ein bisschen runter machen. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Eine Eislaufbahn. Wohin? Hier vorne. Sieht eher wie ein Stadion aus. Gut. Ich bin... wo ist das denn jetzt? Hier. Ist da jemand drauf? Bisher noch nicht. Ach, das meinen die mit diesen komischen Robben? Warum geht da keiner drauf? Hallo? Ich will, dass einer drauf geht. Hier sind sie auch schon am Bauen. Ice Ring. Noch eine Errungenschaft. Oh, der Tag heute kann genauso enden, wie er im Moment weitergeht. Spaß. Aus dieser Spaßleiste. Wenn die Spaßleiste leer ist, ich kann heute irgendwie nicht mehr lesen, kann dieser Ort aufgesucht werden, wenn sich der Pinguin, ja, das gleiche in grün, jeder Besuch, du kannst die Gesamtzahl, da steht genau das gleiche drin. Bauen wir einen Tempel, einen Ort der Andacht, um die Spiritualität zu steigern. Ich will aber erst mal sehen, wie die hier Eis laufen. Aber da kommt ja keiner hin. Bauen wir halt diesen blöden Tempel, den will ich zwar gar nicht haben, aber der ist für die Erwachsenen, nehme ich mal an. So, baut euch einen Tempel. Das erinnert mich an mein anderes Spiel, was ich irgendwie nie beendet habe. Irgendwas mit Kultisten. Tempel, wieder eine Errungenschaft. Sehr schön. Macht einfach das Tutorial und ihr habt alle Errungenschaften. Nein, so einfach wird's nicht. Spiritualität. Wenn die Spiritualitätsleiste leer ist, kann dieser Ort aufgesucht werden. Wenn der Pinguin... Ja, das ist ja wieder das gleiche in Grün. Sogar das mit den Gesamtanzahlen. Die Produktivität von Pinguinen ist der Mittelwert aus Zufriedenheit und Bildung. Bauen wir eine Schule für unsere liebenswürdigen jungen Pinguine, dann haben sie aber keine Zufriedenheit mehr. Dann steigt die Bildung, aber die Zufriedenheit geht runter. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Damit sie ausgebildet werden können. Die Schule bildet Jungpinguine aus, bis sie 50% Bildung erreichen. Da haben wir das Problem, liebe Leute. Es wird nur bis 50% Bildung erreicht. Ausgebildet. Danach werden sie rausgeschmissen und dann gehen sie dumm durchs Leben. Moment. Eine Schule. Wo ist die Schule? Da. Wo muss ich die hinsetzen? Da oben. Mal schauen. Geht sicher keine Sau hin. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also freiwillig wird da kein junger Pinguin hingehen. Die wollen lieber Spaß haben. School, eine weitere Errungenschaft. Bildung. Jungpinguine werden an einer Schule ausgebildet, bis sie 50% Bildungsniveau erreichen. Danach suchen sie nach einer Hochschule, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Ach so. Jetzt. Bitte, also Schatzkammer, bitte sei umsichtig mit dem Ausgeben von Gold. Wieso, habe ich jetzt alles ausgegeben oder was? Und finde Wege, um mehr zu verdienen. Bauen wir eine Schatzkammer, ein sicherer Ort, um bis zu 1500 Gold aufzubewahren. Machen wir noch glatt. Da. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken. Da. Apotheke haben wir auch. Das, was ist das denn? Das ist so eine Schatzkammer, oder nicht? Die Schweine. Aber gut, da ist jetzt nicht so viel drin. Ist die Frage, dadurch kriegen wir aber nicht mehr, oder? Dadurch können wir das nur lagern, nehme ich mal an. Zur primären Schatzkammer machen. Ja, können wir machen, kein Thema. Es muss genug Platz für Gold geben. Ansonsten werden Reputationsstrafpunkte verteilt. Geht es euch noch gut, oder was? Aufgrund unzureichender Schatzkammerngröße. Das ist ja, als wenn du dem König sagen würdest, kriegst du nicht genug Gold rein, musst du Gold bezahlen oder sowas. Reputation ist die Gesamtbewertung deiner Siedlung. Diese, achso, die geht dann runter oder was? Diese Punktzahl hängt ab von Zufriedenheit, Gold, Spaß, Ausgeruhtheit, Spiritualität, Mahlzeiten, Dekorationen, Kühlern und öffentlicher Zufriedenheit. Das sollte man den Politikern mal sagen, weil die Hälfte davon fehlt meistens. Das Menü öffnen. Wo haben wir uns? Da. Und jetzt?
Achso, es gibt zwei verschiedene Sektionen, wo du positive und negative temporäre Reputationspunkte prüfen kannst. Die verbliebene Zeit und der Grund für alle temporären Reputationspunkte kann in der Liste eingesehen werden. Zack, sind wir schon wieder rausgeworfen worden. Hallo? Profilmenü. Jede Siedlung im Vereinten Pinguinreich hat ein Siedlungslevel. Das Profilmenü zeigt die Platzierung innerhalb des Vereinten Pinguin-Königreichs. In diesem Menü siehst du auch die Mindestanforderungen, eine höhere Siedlungsstufe zu erreichen oder um die aktuelle Stufe zu erhalten. Höhere Siedlungslevel schalten neue Bereiche im Wissenschaftsmenü frei. Das ist doch schön. Ach, das hier oben, das. Okay. Ja, man darf sich nicht viel angucken, dann kommt direkt wieder irgendwas rein. Jede Bewertung erfolgt am Ende des Jahres und deine jährliche Leistung wird detailliert im jährlichen Bericht angezeigt. Es ist eine gute Idee, das Profilmenü im Blick zu behalten, um eine höhere Siedlungsstufe zu erreichen oder um die jetzige zu halten. Die sollten trotzdem etwas leiser brüllen. Abzeichen bleiben ein Jahr lang aktiv, wenn die Anforderungen am Ende des Jahres erfüllt wurden. Jedes Abzeichen hat Anforderungen und Belohnungen. Verdiente Abzeichen werden im Jahresbericht aufgeführt. Öffnen wir das Abzeichenmenü. Aktuell gibt es keine Abzeichen. Da soll man draufklicken. Ach, ich baue Kino. Ich habe gerade Baue Klo gelesen. Das dritte Tutorial ist beendet. Schade. Alle Tutorials wurden erfolgreich abgeschlossen. Bitte gehe zurück zum Hauptmenü und starte ein neues Spiel, um die beste Pinguinsiedlung aller Zeiten zu bauen. Ja, ich habe jetzt positive und negative Gefühle, weil das Tutorial ist zu Ende. Das ist eigentlich ein positives Gefühl. Aber ich habe auch ein kleines negatives Gefühl, weil ich nach dem Tutorial ja mit dieser Folge aufhören wollte. Deswegen sage ich einfach mal, wir machen hier tatsächlich einen Cut und dann gucken wir mal, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, dass wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, ich glaube, eine Jahreszeit konnten wir spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass wir dann einfach die Jahreszeit mal zu Ende spielen und mal sehen, was man alles so falsch machen kann in dem Spiel. Und ja, markiert auf die Wunschliste habe ich das Ganze schon ungesehen. Alleine die Pinguine fand ich schon so klasse. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das Spiel schnell rauskommt, weil ich da gerade total geil drauf bin irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge erstmal zur ersten Jahreszeit, was glaube ich, wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.